Ahmad 2 Kills, Amstanz weiß jetzt nicht wie viel. Ich muss unbedingt farmen, Digga. Ahmad hat gestern richtig stark performt. Wisst ihr, dass ich ganz krass fahre? Das muss ich nochmal ganz kurz anmerken. Gestern war ich bei Max im Chat, der ist ja gecastet. Lauf weg. Und dann sagen alle so, Ahmad richtig schlecht. Und dann hat er diese Runde mit 14 AP geholt und alle haben ihn gefeiert. Ich verstehe halt nicht, wie immer, warum so viele Zuschauer mal so flame. Lol, er hat den Double Granite Launcher. Seht ihr das? Lol. Aber hat keinen Hit getroffen. Sind auf jeden Fall hier wieder im Fight. Ahmad und Amstanz. Hinter Amstanz ist einer. Ich komm hoch. Beide auf einer Seite. Und hinter ihnen ist, glaube ich, auch nochmal einer, oder? Ich hab den einen gehittet. Nice. Und von links kriegen die auch nochmal Feuer. Ja, von hinten. Die Gas noch hier? Nee. Baut weg, S-Bridge. Finish den. Ja. Und da lässt er sein Mate allein, dass sie ihn finishen können. Gib mal Metz bitte. Er hat davor ein bisschen gechoked, das stimmt, aber er hat die Runde wie eine Legende geholt. Aber als alle halt schreien, dass er so kacke wäre, fand ich ein bisschen schade, weil ihr habt dann gesehen, er hat dann die Runde richtig krass weggemacht. Hast du noch Rockets oder so aufgehoben? Da jetzt immer wieder viele fragen, was mit Max ist. Leute, ich weiß nicht, was mit Max ist. Ich glaube, der muss noch sich um Sachen kümmern. Erstens hat er morgen Geburtstag, zweitens sein Bruder im Ausland und drittens streamt er einfach nicht. Aber ihr könnt ja gerne Max auf Insta fragen, auf Facebook, auf YouTube oder so, aber halt nicht hier ganz im Chat, weil das ist ja nicht jetzt hier die Main-Aufgabe von dem Stream. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr dann gerne auch zu den anderen Streams gehen, wenn es euch nicht gefällt vom Stil her, wie ich cast oder so. Nur, dass halt die Leute sich nicht genervt fühlen, weil jetzt hier jede zweite Frage ist, wo ist Max? Ich weiß es nicht. Ich habe schon gemacht, weil Max nicht da ist. Und einfach, weil ich das Spiel auch anschauen wollte. Und wenn ich jetzt eh casten kann, wenn Max nicht castet, habe ich einfach die Chance ergriffen. Viele Leute, die es vielleicht sehen wollen, so in der Perspektive. Und ja, seid da bitte, wie gesagt, den Zuschauern respektvoll und mir auch gegenüber vor allem. Und wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr gerne in einen anderen Stream gehen. Das sind die Regeln. Das ist wieder die Kingpin-Regel, wenn du es nicht gesehen hast. Der Erste kriegt dreifach. Und wer mehr als 7 Kills hat, kriegt das Doppelte an Punkten in der nächsten Runde. Und gestern hat Ahmad und Amstanz richtig gut abgecashed. Wie viel waren es? 23.000 angeblich? Sind die close? Ich weiß nicht, ob es 23.000 waren. Aber ich glaube auf jeden Fall hat Ahmad und hier gestern Amstanz am meisten abgecashed von allen. 5. Oh, ich glaube, da wird es gleich interessant. Einmischen. Und wir wollen 10k insgesamt mitnehmen. Rest ist down. Rest ist down. Ja, ich hab bei Michi gibt jetzt gleich Action. Hier ist ein Slurper. Ich glaube, ich nehme den. Dann bin ich voll. Ist ein guter Move, würde ich auch machen, wäre ich Michi. Ich muss eigentlich. Und in dem Modus oder jetzt eigentlich. Die sind hier unten. Oh, jetzt bin ich mir gespannt. Die haben sich zugebaut. Wir müssen eigentlich runter. Bro? Ich geh runter. Okay. Ich werd abgeschossen. Ja, das Problem ist. Monte ist gar nicht dabei, glaube ich, oder? Oder war Monte eingeladen? Ich weiß nicht, ob Monte gesagt hat, er macht mit. Er könnte jetzt da richtig geil oben einen reinballern. Und Zykes könnte das zumachen. Oh. Da fliegt die erste Granate. Oh mein Gott. Vorbei. Aber er holt ihn, oder? Ich habe ihn runtergeschossen. Ah, nee. Kein Damage. Zykes streamt leider nicht, deswegen kann ich nichts sehen. Schade. Und von Mikalo geholt. Dann gehen wir jetzt zu Ahmad. Oh, ein LP-Messe wurde auch geholt. Jetzt ist nur noch Ahmad übrig. Nice, man. Also alles hängt wieder von Ahmad und Amstanz ab. Oh. Und er hat die Dreischusswaffe. Ich hasse die Waffe. Ich weiß nicht, welche ist eure Hasswaffe in Fortnite? Bei mir ist es diese Vodafone-Waffe. Das ist der größte Bullshit, finde ich, von allen. Oh, der eine hat mich gehittet. Er ist über mir. Von der Seite. Er ist direkt über mir. Sonst bin ich gespannt, wie der Ahmad und Amstanz rauskommen wollen. Die haben kein High Ground. Also ich finde diese Dreischusswaffe ist mit die lowste Waffe von allen. Beide Highground on me. Ich finde es auch krass, wie gut Ahmad mit der PS4 bauen kann. Ich habe ja gegen Ahmad mal ein Duell gemacht und ich muss sagen, ich habe verloren. Am PC. Ahmad ist richtig brutal, was Bauen angeht auf der PS4. Okay. Moment, die Vodafone-Waffe, weil die nie connected. Das habe ich von Hand of Blood. Das ist so der Witz, weil ja Vodafone-Netz schlecht sein soll, nicht die der Vodafone-Waffe. 180 habe ich von links, wird auf uns geschossen. So, bin ja gespannt. Er kann ihn jetzt nicht holen, weil er immer noch kein High Ground hat. Das Schlimme ist auch bei denen, du denkst mir, du kannst sie holen, hittest die einmal vielleicht für einen 30er Hit, aber die bauen sich einfach instant zu.
Aber ihr wisst ja, bei dem Format geht es nicht um Platzieren, sondern um Kills. Der eine ist noch bei mir. Die meisten Kills geben euch hier die meisten Punkte. Der andere will jetzt so in deine Richtung. Beide da. So, Amar ist immer noch hinten dran. Sneakt, baut sich hoch. Oh, die haben es gehört. Hit. Ziemlich gespannt, ob die holen. Oh, er hat keine Mets mehr. Oh mein Gott. Nice. Er braucht was zum Heilen, sonst ist er weg. Ich heile mich gerade. Geh du auf den Kill. Drop die Mets. Ja, alles. Geh auf den Kill. Lauer. Geht der runter? Weil wenn er runter geht, dann kriegt Amar noch einen Kill. Oh! Hit. Blue Life. Nein, ah, was? Ich hab ihn doch gehittet! Schade. 8 HP? Ihr wisst, was das heißt. Egal. Was haben wir? 4 Kills? Rock Launcher. No, it's Alex. Excellent Rocket Play there. Veilus. Ey, Rocket ist am Ende so geil einfach, wenn du dabei hast. Ja, ich meinte Woche 2, aber ich meinte Season 2 von dem Summer Scum. Ich kann es ja auch so nennen. Das ist die erste Runde, ja. Kommt Public nochmal, ich weiß es nicht. Nächste Woche ist nochmal Twitch Rivals. Ich weiß nicht, ob wir das gleiche Format machen wie diese Woche, also nächsten Freitag und Samstag, das hat Gamescom. Deswegen ein bisschen bitter für mich, falls es jetzt eingeladen werden sollte, was sein könnte. Und danach ist nochmal eine, danach ist die letzte Woche. Und dann, ja, lol, 2 gegen 1, mal sehen, ob er das gewinnt. Dann ist noch eine Woche. Lol, wir haben den übelsten Headshot gegeben. Mega krasse Action. Rein da. Oh, Cyrox wurde geholt. Da sind sie down. Ey, überall, wo wir drauf gehen. Direkt down. Scheiße. Warte. Für mich gerade ein bisschen miese im Lowground. Das ist. In den Baum hier mit. Da sieht man das so ein bisschen. Viele sagen so 60, 70. Ja, ist aber ein sehr guter Spieler, wenn er so mit der PSP gut ist. Ja, das ist aber ein guter Spieler. Ich glaube, die fighten. Wollen wir da hingucken, ob wir es abstauben können? Eventuell ja. Die Bounce Pattern auf jeden Fall. Ein bisschen unter Amar, würde ich sagen. Also auch ein guter Spieler mit der PS4. Oh, Amar tot. Ja, die fighten. Okay, wir bleiben jetzt erstmal hier, weil jetzt hier gerade der Fight ist. Oh, und er hat einen. Sehr geil. Nice. Sehr schön, geholt. Let's go, Mann. Das war der Wichser aus Retail gerade, Alter. Dein Blue Hit. Chill. Nice. Hast du ihn instant gekillt oder was? Ja, war instant down. Das sind aber noch mehrere jetzt, oder? Einer wahrscheinlich. Auf dem Berg drauf? Weiß nicht. Wir können da hin pushen, ich habe einen Porter fort. Das ist nur einer, glaube ich. Sieht aus, als ob es nur einer ist, Digga. Komm, lass pushen. Jetzt bin ich mal gespannt. 2 gegen 1 angeblich. Hört sein Mate. Runtergefallen. So, 2 gegen 1. Also hat er jetzt gecallt. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe erst unten im Haus drin mit Fallen. Und ist... Eine Kugel. Oh, lol. Er muss... Junge, er sagt schon, eine Kugel. Im Eck. Trifft ihn nicht. Haben wir ihn. Let's go, Max. Nice. Traps, pass auf. Ja, ich bin nicht dran. Ich bin 2 nicht dran. Kills. Sehr stark. Das habe ich mich auch gerade gefragt, ob die weniger Blumen hat. Der hat ja jeden Schuss getroffen. Also, getroffen mit D vor allem. Mir kommt es in der Fall, dass auf der PS4 ist ja Auto-Aim. Aber habt ihr gerade gesehen, der hat jeden 7, Schuss connected. 2, richtig, ja, 7-3-2 habe ich. Ich habe 3-0-0. Okay, wir gucken mal weiter. Die haben jetzt hier gute Action gemacht. Amar ist angeblich tot, habt ihr gesagt. Stimmt das? Nee, Amar lebt noch. Und bei Amar ist dicke Action. Beim Rift sind auch nochmal 2. Hinter mir auch nochmal welche. Nice. Stay down. Auf mich gehen die. Alter, auch wieder Raketenwerfer. Sehr nice. Finde ich somit das geilste hier in dem Modus mit Raketenwerfer und Granatenwerfer. Sind die knocked? Einer knockt da. Okay, warte, ich geh rauf. Westen ist einer noch, Digga, Amar. Hinter uns. Ja, ich muss rauf hier. Ja, macht er jetzt einen guten Move. Schöner Move, die ist drin. Oder? Nice. Sehr stark gespielt. Das war extrem wichtig von Amar. Und jetzt da könnt ihr euch nochmal einen Pömpel hochwerfen, wenn er will. Macht er nicht. Nimmt die Granate. Nimmt mir die Pömpel. Ich hab die runtergenadet. Und er hat sie runtergenadet mit einer Nade. Das war sehr stark gespielt von Amar.
Ich hab 700, 800. Ich hab 340. Hier. Ich find's auch krass, wie schnell Amar das mit den Droppen kann, mit den Mats. Oben links, oben links, oben links, oben links. Das sind die mit den schweren, mit der schweren Sniper. Jetzt muss es abgehen. Aber es ist gut, solange er da mit den Raketenwerfer draufhält, können die nicht schießen. Weil der muss sich immer wieder einbauen. Oh. Und willst? Wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde suiciden, wäre ich Amar. Ich hätte suicided, wäre ich er, weil er wäre so da so gestorben in der Situation. Und ich hätte mich mit ihm in die Luft gesprengt. Das, was ich hasse. Pass auf, die anderen werden dich snipen. Hol ihn dir, er ist alleine, hol ihn dir einfach. Oh. Oder Turtle, scheiß auf Turtle. Zum Beispiel in der Situation, weil Kills ja Punkte geben, hätte ich mich mit ihm suicided. Er hätte keinen Punkt bekommen und ich hätte mir den Punkt geholt. Oh, von der Seite, 19 HP, 17 HP. Schade. Terrified, I don't know what's happening. I hear things around. What's going on? But look, Etnix is still alive. He's still hanging out up here. Very strangely, he's trying to do the edit peak that was patched out a while ago. Maybe he didn't see the patch notes, but he's pushing out. Now, I'm kidding. He obviously was just ready to edit his way out. He saw one. You saw him sneak up. So, zwei gegen eins, ist das, glaube ich. Ich glaube, ein Team und noch zwei Einzelne. Oder sind alle einzeln? And the fly, this, see, I love seeing this. Guys, he's flying past. If those are fighting, it does get a knock. Guck, er macht das 2 gegen 1. Oh no, he's in the storm though, he's taking storm damage. What? Guck, ich sag's euch doch. Yeah. What he said. What? Well done. Clutch coming out from Etnix, finding himself. Ich sag euch doch, Etnix ist ein übelst starker Spieler.